Hallo Freunde von World of Warships, mit diesem Video startet eine Trilogie, aufgenommen an einem ganz normalen späten Nachmittag im TS, welche drei in Reihenfolge gefahrene, außergewöhnliche und nicht außergewöhnliche Matches zeigt mit unseren Unterhaltungen. Ich finde sie sehr witzig, ich finde sie repräsentativ und deswegen möchte ich es euch gerne zeigen. Ich würde mich natürlich über Kommentare freuen, in denen ihr mir erzählt, wie ihr es findet. Und wenn es euch gefällt, seid so gut, lasst doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht auch ein Abo. Viel Spaß! Du hast eben ein super Iowa-Match verpasst. Ja. Super im Sinne von ironisch oder von super? Nee, also teilweise. Also ich war erster Platz, wir haben gewonnen. Aber ich habe die Aufgaben des Zerstörers übernommen. Ich habe alle drei Caps gecapped und habe ausschließlich Zerstörer zerstört. Das hört sich doch toll an. Da ist es sicher gut gecached. Aber kurzer Einwurf, habt ihr auch den Fehler hin und wieder, dass das Gefecht starten klickt, den ganz unten am Bildschirm ist? Ja. Ah, okay, dann bin ich nicht alleine, okay. Das ist ganz unten am Rand. Wie viel hast du dann gemacht, Hadrian? Also Schaden 150.000. War da nicht mehr? 157? Ja, super. 550.000 Credits und 9.800 EP. User was moved to your channel. Hallo. Hallo, was geht denn jetzt ab? Was geht jetzt ab? Denkt ihr, bleibt alleine oder was? Ja, wir sind in der Dreier-Revision. Fickt euch raus hier und geht in eine scheiß Zweier-Revision, wo ihr hingehört. Wozu habe ich mir die Mühe angetan und habe den Scheiß hier unterteilt? Damit jeder Bimbo hier reinstrullern kann, wie er will. Jetzt reicht's aber. Deine Regeln gelten nicht für mich. Ich glaube, mit Bimbo warst du gemeint, Sharky. Natürlich war Sharky damit gemeint. Ich glaube, er meinte Dabi. Nein. Dabi ist ein angesehenes, ehrenwertes Mitglied dieses TS. Der arme Dabi, immer auf den Dabi umhalten. Unglaublich. So, unglaublich. Und lenkt uns von unserer Strategie nicht ab. Heißt zu gewinnen. Wir gewinnen immer. A und B all together. Ja, die im Süden, na, ist doch gut, wenn die alle zu B fahren. Ja, das machen die aber nicht. Die fahren zuerst zu A und dann fahren sie vielleicht zu B. Wirst du schon sehen. Von dem Iowa-Match hatte ich ein Dunkirk-Match. Mit allem drum und dran. Mit rastloses Feuertarnung. Mit Drachenflammen. Mit allem. Ist ja gut gelaufen dann, wenn du so hoch gewonnen hast. Also ich habe 6 Kills gemacht. Na, Dunkirk. Du kannst ja raten, wie viele Kills hat das Team insgesamt gemacht? 12? 6? 6? Und du kannst auch raten, ob wir gewonnen oder verloren haben? Ich würde dann sagen, ihr habt gewonnen. Passt! Wir haben verloren. So, ja. Jetzt kannst du raten oder die Wahrscheinlichkeit benennen, wann ich ein Chatban bekomme. In Kürze. Aber das ist, genau so ist komplett ausgenommen von den Geschehnissen dieses einen Matches. Geht bei Wargaming Paris ein rotes Lämpchen die ganze Zeit auf. Oh, ja, Hadrian hat schon wieder einen Chatbump bekommen. Noch nicht. Ich glaube, die Leander, die ist raus. Ah, oh ja, die ist raus. Oh ja, die ist raus. Was? Wirklich? Du musstest die noch unbedingt mitnehmen, obwohl 1 Milliarde Torpedos auf die zugekommen sind und da konnten nur 2 treffen, weil du sie vorher gewonshottet hast. Ich hab Hadrian vorhin schon gesagt, wenn ich ein Kreuzer sehe, ist das Tütensuppe. Ja, aber es gibt so viele, da die Graf Spee auf 8 Kilometer von mir, das tut schon das ist schon schmerzhaft, wenn die eigene Division gegen einen arbeitet. Wir würden jetzt gegeneinander arbeiten, wenn ich jetzt nicht abgebremst hätte und dich aus Nebel dann rausgeschoben hätte. Aus dem eigenen Nebel. Guck mal, ich hab dich ganz allein cappen lassen. Vielen Dank. Jetzt fängt diese Disconnect-Reihe auch bei Warthunder schon an. Was, er spielt Warthunder? Geht weg da mit dem scheiß Konkurrenzprodukt. Wird ja nicht gespielt in diesem Channel. Nee, ich warte auf Dabi, bis ich mit Dabi eine Division machen kann, aber er will nicht anscheinend. Aber ich muss Warthunder leiden. Ich bin ja nicht freiwillig hier hingekommen. Ja eben. Ich wollte gerade sagen, aus User was moved out of jetzt hat er hingekriegt. So ist das. Das hier ist eine Diktatur. Gut, dass man das auch mal sieht. Oh Gott, ich bin offen. User was moved to your channel. Meinst du, ich hole dich umsonst hierher oder was?
Ja, komm, dann. Ich hatte auch gerade ein gutes Spiel, dabei wurde ich leider disconnected, aber. Man soll es beim guten Spiel erstmal belassen. Nachdem du versagt hast. Home Mexico! Hey, wir hätten gemeinsam torten sollen, aber die nimmt dich jetzt raus, das weißt du. Quatsch. Wir warten, bis die Pimmelnasen fertig sind, dann ziehen wir uns dann rein und versuchen wir den Hintern. Rede zu und lerne. Keine Ahnung, wenn du damit meinst, mit Pimmelnasen, aber du meinst die glorreiche Division da. Division A. Ist überhaupt Livestream eigentlich, oder? Nee. Die glorreichen Pimmelnasen. Nicht. Wir kämpfen da um A. Hadrian, todesmutig und leicht verrückt. Brawl gegen den New Mexico und gegen den Bayern gleichzeitig. Ich revidiere, Hadrian leicht verrückt brawlte gegen eine New Mexico und eine Bayern. Wie war das mit Sie und Lerner? Ja, ihr habt mich abgelenkt. Scheiß Bayerner. Ja, aber ich hatte gerade 2 Kills in dem Match, wo ich drin war. Panzer oder Flugzeuge? Panzer. Ja, alles gut. Problem ist halt mit diesen Loop-Panzern, da kann man sich auch einfach nicht anwinkeln. Das bringt einen Scheißdreck. Das bringt einen Scheiß. Da musst du einfach in Bewegung bleiben, meiner Meinung nach. Oh Gott, die Kraftspähe. Bewegung treffe ich nichts, weil die Kanone rumwackelt wie. Fällt da gerade kein Vergleich zu ein. Oh. Ja. Wie sowas. Sowas in die Richtung, ja. So, jetzt bin ich im Hafen. Ja. Los, Sandwich Mike. Ja, ich will nur irgendwie raushauen hier, Ding, ja. Noch nicht ganz. Würde ja torpen, aber da ist so viel Freundschiff dazwischen. Könnte man auf AP wechseln, aber ich glaube, das bringt nichts bei der Shinono mehr. Quah! Nein, 300 habe ich dir übergelassen. Na los, Nahkampfexperte. Nö. Ja. Will er nicht. Ah, da hat noch eine Kraftspie. Oh. Die wird jetzt nicht so hart rein, denn wie sie da anzeigt, oder? Macht es mir doch, Bitch. Was ist jetzt mit A und B geworden? Nix mit B. Wo ist denn das die glorreiche Team auf B hingefahren? Die sind zu B gefahren und haben davor angehalten. Wow, ja, Klassiker, oder? Haben sich dann entschieden, die Nürnberg fährt zum CV, der andere Bayern fährt nach vorne, die Königin fährt zurück zu B. Zwei Schiffe verrecken. Weil das ist mal gut, sich in einem Teamspiel zu trennen. Also die Shinonome macht guten Kanonenschaden. 86 Kanonentreffer. Der Reload ist ein bisschen blöd, aber ansonsten. Ich will nur anmerken, dass ich die weit, weit vor dir schon in meinem Hafen hatte. Ja, ist angeber. Hast auch mehr Zeit gehabt dann anscheinend, das zu machen. Such die. Ja, was soll man sonst noch dazu sagen, oder? Ich konzentriere meine Energie immer nur auf ein Projekt. Oh Mann, wir haben Spiele schon langweilig. Ohohohoho, hallo? Oh, da ist der CV. Das ist meiner, Finger weg. Meins. Besser man hätte, da kommt es sogar entgegen. Vielleicht wird er ein One-Shot oder so. Ja, von mir vielleicht. Detonation! Nein. Geht auf den CV nicht. Fuck. Nein, er schickt mir erstmal Torpedobomben. Sehr gut. Und da unten ist gleich der nächste. Die gehören beide mir. Leider, das wird mein Damage-Record auf der Shinonome, also auf Finger weg. Ich sehe schon, ihr seid ein harmonierendes Team. Das sind wir. Das ist liebevolle Neckerei. Das ist immer so, wenn ich früh sterbe. Dann bricht auf einmal die Harmonie aus. Ja, was soll das? Davor wird gemeckert, dass die Warspite, weiß nicht was, rausnimmt, die Lerner. Weil das jemanden anderen aus dem Nebel schubst. Dann ist auch eine Harmonie da.
Ich habe übrigens gestern Hadrian fast dazu in Versuchen gebracht, pink zu werden. Nein! Wer war das, wer mir da 20.000 Damage geklaut hat? Mike wahrscheinlich, wenn er so dreckig lacht. Ja. Du, fast Erster. Ja, wer ist das geworden? Ja, wir waren aber ziemlich nahe beieinander. Also, Mike. Ja, finde ich auch. Meine ich. Einer toppt schneller, der andere schießt schneller. So ist es. Aber gute Kombi. Also, und die Kombi war ein Sieg, Mike. Ja! Siehst du? Da bin ich auch wieder der Sau. Ja, das heißt noch 10.000 und dann habe ich die Sau.